So, morgen Leute, ja. Ihr habt euch bestimmt gefragt, wo wir die letzten 2 Wochen schon geblieben sind, verblieben sind. Dazu kommt gleich eine kleine Einspielung, damit ihr wisst, worum es geht. Na Meister, was machst du? Weiß ich nicht, Gangster, keine Ahnung, hab keinen Plan. Ich weiß nicht, welches Auto oder was wir noch machen können, ja. Fiesta haben wir schon, den haben wir schon, BMW haben wir noch nicht. Keine Ahnung, ja, ich keine Ahnung, kein Plan mehr für die nächsten Videos, weiß ich nicht. Also meinst du, die Autos sind soweit bereit, um vielleicht zu dem ersten Treffen zu fahren? Das Treffen ist schon bald, ja. Deswegen überlege ich noch. Ja, die Dinger schon, viel geht hier gar nicht mehr, ja. Also geht schon, aber Budget nicht mehr drin. Aber ich sag mal so, dieses Auto ist ja nicht für jeden Mann gedacht. Der Fiesta ist soweit so gut fertig. Aber wir hätten ja noch ein Auto. Theoretisch was. Meinst du den kleinen Polo? Genau, was Potenzial hat, aber aussieht wie ein kleines Rentnerauto. Ja, das ist so ein Alltagsauto für alle Mann. Ja, Polo ist jetzt nicht gerade. Ja, aber was macht man da? Kann man so viel machen. Ja, für Polo ist Tuning unendlich. Ja. Das geht bis, mein Gott, bis zum Airride. Maxenverspoilerung, Felgen. Da geht jede Menge rein, ja. Wir können den TDI auf GTI umbauen. Guck mal, ich habe einen Vorschlag für dich. Ich habe einen Vorschlag für dich. Eine Challenge. Wann ist das nächste Treffen? In 2 Wochen. In 2 Wochen. Guck mal. Ich gebe dir dein Budget. Da sind 300 Euro. Low Budget Tuning, das sich jeder leisten kann. So, 100 ziehen wir ab, weil der Polo schon ein Fahrwerk hat. Das heißt 200 Euro. Mit 200 Euro machst du den Polo so geil es geht. Das wirkt für ein Treffen. Dass wenn wir am Treffen ankommen, dass es wirklich der geilste Polo ist. Mit 200 Euro, Meister. Mit 200 ja. Euro. Also ich soll Felgen kaufen, alles machen, keine Ahnung. Am besten noch komplett verlieren, das für 200 Euro. Ja, ja, du bist doch der Meister, du musst es doch schaffen. Für 200 Euro. Keine Ahnung, Meister. 2 Wochen Zeit, weiß ich nicht, ob es reicht, wenn die Teile kommen. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist jetzt die Challenge, ne? Was? Ja, okay. Komm, ich versuch's, ja. 200 Euro, ich hab da eine Idee, aber mal sehen, was daraus wird. Die verändert sich bestimmt. Und jetzt können wir euch das zeigen, wo wir geblieben sind. Das da. Der kleine Polo hat sich verändert. Wie gesagt, das Budget war 200 Euro. So viel haben die mir gelassen. Also 300 minus 100, da waren ja schon Federn verbaut. Deswegen waren wir bei 200 nur noch. Und ich sollte für 200 Euro das Auto so verändern, dass es einigermaßen sportlich rüberkommt. Ja, sagen wir mal ein bisschen tun, ja. Für die 200. Ja, was haben wir gemacht? Wie ihr sehen könnt, hat der kleine Streifen bekommen. Er hat eine Easy Lift bekommen. Die Logos wurden lackiert, also der Grill, der war ja chrom, das auch, das wurde lackiert. Hinten das Logo ist auch schwarz. Er hat Felgen bekommen. Und Leute, ja, wirklich, tatsächlich, alles für 200 Euro. Ich habe hier meinen Zettel, ich habe mir das auf ein Stück Pappe aufgeschrieben. Das alles, was wir hier gemacht haben, hat 200 Euro gekostet. Das ist jetzt kein Fake, das ist wirklich so. Ja, hinten dazu zeigen, wie gesagt, die Rückleuchten sind nicht foliert, wollte ich eigentlich noch folieren, aber habe ich gelassen. Da ist nur der Streifen und hinten halt das Logo schwarz. Der Kleine sieht sehr schick aus. Sieht der schick aus? Der sieht gut aus. Er sieht gut aus. Und damit wir das Video nicht überziehen, ich sag euch kurz, was wir jetzt gemacht haben und was gekostet hat. Also, die Folie hier mit den Streifen, 25 Euro. Farbe, schwarz matt, mit Untergrund, mit Schleifpapier, 20. Die Lippe vorne, 39. Ich habe ein bisschen zu viel bezahlt, ich weiß, es gibt günstigere, habe ich später gesehen. Die Felgen auf eBay Kleinanzeigen gefunden, ich weiß gar nicht nach wie vielen Stunden suchen, für 100 Euro. Aber die sahen natürlich nicht so aus. Die sind Silber oder Hypersilber, wie sich das nennt. Die Ränder waren hier komplett blatt, waren richtig in einem beschissenen Zustand, aber die Reifen sind noch okay. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, habe ich damals gekauft. Ein Huni. Die schicken Deckel hier von Dodge, 15 Euro. Und zusammen komme ich, Leute, mit allem auf 199 Euro. Das heißt, ich bin unter dem Budget, was mir Junior da aufgetragen hat. Mehr war nicht machbar. Also ich habe noch Folie für die Rückleuchten schwarz, aber da so eine wunderschöne Frau im Wagen fährt, möchte ich nicht mehr.
gerade die Polizei auf den Schirm rufen, wenn ich hier die Rückleuchten foliere, dass sie dann dauernd angehalten wird, weil das fällt zu sehr auf. Deswegen habe ich das weggelassen. Das heißt, für 199 Euro, Leute, haben wir Streifen, lackierten Grill, eine Lippe, Alufelgen mit Reifen. Nur das ist natürlich ein Glückstreffer, die Felgen zu finden, so ist es nicht. Aber es gibt noch ein Aber dazu, denn das alles, Leute, es gab auch eine Arbeitszeit, die muss ich euch auch sagen. Die Folie aufbringen, komplett, 2 Stunden. Das Lackieren des Grills, des Logos, also abmachen, dran machen, des hinteren Logos, die auch 2 Stunden. Was haben wir noch? Die Lippe dran zu kleben, schrauben, 1 Stunde Arbeit. Aber das meiste haben die Felgen gefressen, ja. Pro Felge 2 Stunden, 2, 2,5 Stunden. Das heißt, Leute, ich bin bei 8 Stunden Arbeitszeit für alle 4 Felgen. Das macht insgesamt 199 Euro für alles und 13 Arbeitsstunden. Das ist wirklich, das ist jetzt Kraft, die ihr selber einsetzen müsst. Wenn ihr das irgendwo machen lasst, dann kommt ihr mit 199 Leuten nie im Leben hin. Dann langt das nicht. Aber da wir das alle selber gemacht haben, halt in den letzten 1, 2 Wochen, endete das so und so sieht der Kleine halt aus, ja. Ich hoffe, das gefällt euch. Wie gesagt, es war ein kleines Projekt, so eine kleine Herausforderung, die mir die Jungs aufgetragen haben. Habe ich es geschafft? Ja, auf jeden Fall. Sieht gut aus, ja. Ja, das machen aber viel die Felgen und die Tieferlegung, die ja schon da war. Aber auch mit den Streifen. Der grüne gefällt dir nicht? Ja, dann machen wir so. Mein Gott, dann kann er. Der kann auch weiß sein, ja. Egal. Auch der große hätte weiß sein können. Ich habe das jetzt halt so gewählt. Als eine kleine, keine Ahnung, Motivation. Leute, und so viel dazu, ja. Projekt gelungen, würde ich sagen. Man kann, nicht damit, kann man sich damit sehen lassen oder sieht das aus wie Wish-Tuning? Also wie hier vom Wish-Portal. Damit kann man sich schon sehen lassen. Ja, also, deswegen würde ich sagen, ist gelungen. Das war's für heute, Leute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.